Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann. Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es mit einer Romanverfilmung mit zwei der besten deutschen Schauspieler der jungen Generation, Frederik Lau und David Cross. Simpel kann gezielt gefördert werden, kann neue soziale Kontakte knüpfen. Simpel bleibt bei mir. Ist die Polizei böse, Ben? Nee, die ist nicht böse. Die mag uns halt gerade nicht so. Yes, I'm sorry. Das kann sich behindert. Genau. Einfach rauslassen. Los! Magst du meine Titten? Titten. Titten. Aus irgendeinem Grund war er hier ganz alleine. Ich mach nichts anderes, als mich um ihn zu kümmern. Aber davon hast du keine Ahnung. Du bist alleine. Ist auch nicht immer schön. Wir wollen doch wieder nach Hause, oder? Ja, und dafür müssen wir Papa besuchen. Hast du den aus deinem Leben gestrichen, oder was? Mann, was ist behindert? Du nicht. Du kannst was aus deinem Leben machen. Er nicht. Ich mag die Polizei. Ben. Du bist so bescheuert. Du auch. Simpel trägt für sein Leben gern solche Burger King-Kronen. Er liebt seinen Stoffhasen über alles und steht etwa auf dem Niveau eines Kleinkindes, ist also in seiner geistigen Entwicklung stehen geblieben. Ganz liebevoll gespielt, dieser junge Mann von David Cross. Seine Mutter stirbt ganz plötzlich und von nun an ist Simpel ganz angewiesen auf die Hilfe seines geliebten Bruders Ben, gespielt von Frederik Lau. Die beiden sind ein wirklich wunderbares Bruderpaar. Es geht ihm genau um diese Frage, also Verantwortung, Selbstaufgabe. Denn Ben ist zwar hingebungsvoll für seinen Bruder da, aber gleichzeitig ist er auch rettungslos überfordert. Die beiden brechen dann auf zu einer großen Reise, suchen ihren Vater, der die Familie vor langer Zeit verlassen hat, gespielt von David Striso. Und bei dieser Reise natürlich erleben sie viele Abenteuer, aber auch sehr viele sehr komische Situationen. Ich muss sagen, diese beiden würde man sofort auf der Stelle weg adoptieren. Ein herzerwärmender Film, der bekommt von mir 4 Filmrollen. Willkommen in Suburbicon, einer Stadt des Staunens und der Überraschungen. Erbaut auf dem Versprechen des Wohlstands für alle. Nikki, du musst aufstehen. Es sind Männer im Haus. So etwas passiert hier nie. Das ist ein sicheres Viertel. Das war's. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ich könnte sie auf der Stelle umbringen. Ich könnte sie auch umbringen. Suburbicon ist eine saubere, amerikanische, sehr spießige Kleinstadt in den 50er Jahren. Alles ändert sich dort, als plötzlich ein afroamerikanisches Paar in diese Gegend zieht. Der weiße Mob, er tobt und wütet, rottet sich zusammen. Gleichzeitig wird in diesem Film von George Clooney noch eine zweite Geschichte erzählt, nämlich die von Nicky. Ein kleiner Junge wohnt auch in einem ganz wohlanständigen Haus, aber man merkt plötzlich, da häufen sich seltsame Todesfälle in diesem Haus. Irgendwann wird dann auch mal die Polizei hellhörig und versucht zu ermitteln. Also zwei Geschichten in einer. Nach einem Drehbuch der Coen-Brüder hat George Clooney diesen Film inszeniert und der wechselt so ziemlich ab der Mitte des Films ganz abrupt den Ton. Also aus einer ironischen Haltung wird dann plötzlich ein blutiger Thriller, was vielleicht etwas irritierend ist. Aber insgesamt kann man sagen, ist diese schwarze Komödie über ein mieses, weißes Amerika sehr aktuell und wenn auch nicht sehr tiefschürfend, unterhält sie doch auf schön boshafte Weise. Suburbicon, der neue Film von George Clooney, bekommt von mir 3 Rollen. Hier sind sie. Du hast doch neulich mal gesagt, dass sich bei euch in nächster Zeit einiges verändert in der Firma und da was auftut, dann würde ich mich freuen, wenn du an mich denkst. Siehst du aus, als hätte ich ein Problem? Pupa Shang Tawang, The Chur Sim Long Meng Hor. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber hört sich gut an. Im Leben von Walter stimmt von einem Tag auf den anderen überhaupt nichts mehr. Er ist ein Mann Mitte 40, also in den besten Jahren sehr erfolgreich im Beruf, fliegt aber als Manager plötzlich einfach mal raus, wird entlassen und steht vor dem Nichts. Denn, und das begreifen wir sehr schnell in diesem eindrucksvollen Film von Julia Keller,
Für diesen Mann war die Arbeit wirklich alles. Er hat gar kein Leben außerhalb der Arbeit und weiß nun gar nicht, was er damit anfangen soll. Allerdings schickt die Regisseurin ihren Helden dann auf eine absurde Reise. Und während dieser Reise eröffnen sich dann schon manchmal neue Chancen. Also es steht vielleicht dann doch eine Veränderung ins Haus, obwohl er damit gar nicht gerechnet hat. Er wird hervorragend gespielt von Godehard Giese, der eben hier einen Mann verkörpert, der eigentlich mal versucht, Haltung zu bewahren. Wir merken aber sehr schnell durch sein differenziertes Spiel, wie schwer es für ihn ist, mit diesem Statusverlust klarzukommen, also plötzlich ein ganz anderer zu sein. Und das ist eine schauspielerische Meisterleistung, sehr kühl komponiert, fast symmetrische Bilder, hinter denen aber brodelt es. Ein Mann, der sich vollkommen identifiziert mit dem Kapitalismus und gleichzeitig von diesem System gnadenlos ausgespuckt wird. Dieser Film bekommt von mir 3 Filmrollen und dies war es dann auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen dieser Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.